Wie hast du Meditation kennengelernt und angefangen? Das liegt schon sehr weit zurück. Die Anfänge waren eigentlich als Nicht-Buddhist. So in meiner Hippie-Zeit bin ich mal durch Freunde dazu gekommen, dass wir uns einfach hingesetzt haben und irgendjemand wusste, wie das ging. Aber ich konnte das von Beten oder Meditieren und nicht wirklich unterscheiden damals. Da war ich aber noch so um die 16. Ja. Seit wann und wie oft meditierst du? Jetzt inzwischen seit, ich muss mal tatsächlich überlegen, sozusagen seit 25 Jahren vielleicht. Und wie oft? Das ist ein bisschen schwankend. Also als ich hier in Hamburg ernsthaft buddhistisch praktiziert habe, habe ich damals ein bestimmtes tibetisches Programm gemacht. Das waren dann in der Regel 1 bis 3 Stunden pro Tag, also je nach Zeit. In Retreats dann mal ein bisschen länger. Aber als ich Mönch wurde, da habe ich tatsächlich bis zu 13 Stunden geschafft. Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht. Und jetzt mit ein paar Problemen mit den Knien und so ist es wesentlich reduzierter. Ja. Aber es gibt auch sowas wie Gehmeditation oder nicht formelle Meditation. Aber formelle Meditation würde ich sagen, schon regelmäßig. Ja. Hast du schon mal verschiedene Meditationarten probiert? Ja, sehr viele. Und was ist der Unterschied? Oder gibt es Oh, das ist ein Unterschied? großes, weites Meer. Ich kann nicht sehr viel sagen zu Meditationen aus anderen Traditionen, aber ich kenne christliche Meditation Das ist schon gut für mich. und buddhistische Meditation, mehr eigentlich buddhistische. Bei buddhistischer Meditation ist das abhängig hauptsächlich von diesen unterschiedlichen Schulen, die sich rausgebildet haben. Also es gibt den alten Buddhismus, den habe ich eigentlich als letztes kennengelernt. Dann die letzte Entwicklung des Buddhismus ist der tantrische Buddhismus und da meditiert man auf Formen, mit denen man verschmilzt. Und das habe ich eigentlich als systematische Meditation zuerst kennengelernt. Danach habe ich die Mahayana-Meditation kennengelernt, die stärker auf etwas reflektieren, zum Beispiel Lehrinhalte reflektieren, ausgelegt sind und die aber auch Elemente von Stille, also wir nennen das Shamatha im Sanskrit, stiller Meditation haben oder Meditationen, in denen man bestimmte Punkte beachtet. Aber was ich zuletzt kennengelernt habe und dabei am längsten geblieben bin, ist das Buddhas ursprüngliche eigene Meditationsart und das heißt Anapanasati. Übersetzt Ein- und Ausatmung, Achtsamkeit. Also die Achtsamkeit auf den Atem. Konzentriert man auf die Atmung so? Genau, der Buddha hat als seine Hauptmeditation das Beachten des Atems als Einstieg gelehrt oder für sich praktiziert. Und das baut sich aber, das ist weitaus mehr als was heute in den Achtsamkeitskursen bekannt ist, das baut sich ganz systematisch auf bis zum Endziel. Und wenn man diesen Weg ordentlich geht, beziehungsweise auch genügend dazu erfährt, dann führt das in Bereiche wie Samadhi, in Geistesruhe. Und wenn man es schafft, in sogenannte Jhana-Bereiche und oder in eine reflexive Meditation, die man Vipassana oft nennt, die aber nicht unbedingt das gleiche ist wie die Vipassana-Bewegung. In der Vipassana-Bewegung sind das mehr Techniken. Und in der ursprünglichen Vipassana-Bedeutung ist Vipassana etwas, wo sich Weisheit einstellt, nachdem der Geist sehr ruhig geworden ist. Ja. Okay, mein Ziel war eigentlich mit dieser Frage, deine Erfahrungen, innere Erfahrungen mit diesen vielen verschiedenen Ja. Meditationsarten bei dir, Auswirkungen. Also die ersten Auswirkungen waren definitiv Hingabe. Also als ich dieses strenge tibetische Programm gemacht habe, da zählt man auch die Meditationen oder Mantras oder Dinge, die man tut. Okay. Und da war Hingabe auf dem Weg, war das die erste Erfahrung. Ein enormes Gefühl von Hingabe und Interesse und Übergabe.
Und danach war es ein Gefühl, ein Verständnis und auch eine Erfahrung von Reinigung. Reinigung. Was bedeutet Reinigung? Eindrücke, schlechte Eindrücke abarbeiten oder Dinge, die sich aufgehäuft haben, loszulassen und sich selber diesem Weg zu verschenken, dem Buddha zu folgen und letztlich eine große Identifikation mit dem Weg. Das waren, bisschen einfach von mir zusammengefasst, vier Schwerpunkte im sogenannten Nöndro, das Tibet, der tibetischen Schulen. Das ist eine bestimmte Grundübung. Und nach diesen Grundübungen, die sehr lange dauern, kommt dann die erste, was man im Vajrayana Yidam-Praxis nennt, also dein eigener Buddha-Aspekt, sozusagen meist... Deine Visualisierung. Genau, Visualisierung, die man sehr gut studiert und auf die man sich einstellt und wo das Ziel ist, ihr ähnlich zu werden. Und während dieser Zeit habe ich aber den alten Buddhismus kennengelernt und schon sehr, sehr lange habe ich für mich selber diese Atemmeditation gemacht. Die hatte ich mal irgendwo gefunden und abgeschrieben. Und als ich entdeckt habe, was für eine Tiefe die hat, wusste ich, was mir fehlt in dieser Meditation und da bin ich umgestiegen. Also die ersten Erfahrungen habe ich genannt. Die Erfahrungen danach, die gehen eher Richtung Geistesruhe. Also dass das Herz, die Entdeckung des eigenen Herzens. Also durch dieses stille Meditieren beruhigt sich irgendwann der Körper sehr stark. Genau. Und wenn sich der Körper beruhigt, dann beruhigen sich auch alle körperbedingten Regungen bis hin zu den Gedanken. Oder sogar Schmerzen oder Unwohlsein. Und wenn sich das beruhigt, dann sind es meist mentale Widerstände oder gedankliche Widerstände. Wenn die überwunden sind, dann kann man eintreten in einen Zustand, den man Samadhi nennt. Samadhi heißt sowas wie alles zusammen, also gemeinsam, wenn das Herz eins ist. Und der Zustand ist sehr, sehr schön, den kann man sehr lange halten, wenn man mal drin ist. Und in diesem Samadhi-Zustand ist plötzlich alles möglich. Man kann entweder darin verweilen oder man kann sich einer bestimmten Betrachtung widmen, also etwas reflektieren. Und man kann noch weiter, noch tiefer gehen in diese Erfahrung. Ja, eigentlich geistiger Zustand bei der Meditation. Man kann das nicht wirklich einen geistigen Zustand nennen, weil... man muss erstmal definieren, was man mit Geist meint. Ja. Die einen meinen das Denken, die anderen meinen etwas, was subtiler als das Denken ist, was vielleicht auch da ist, wenn man nicht bewusst denkt. Und für mich ist das Wort Geist reserviert für das Mentale. Ja? Ja. Also das Mentale ist für mich ein Werkzeug, das man in der Reflexion gebrauchen kann und das in der Meditation auch da ist, aber das in seinen überstarken Aktivität beruhigt werden muss. Wenn aber das Beruhigen erfolgreich war, dann entdeckt man, dass da irgendwas tiefer ist, was man im alten Buddhismus Citta oder Herz nennt. Ja? Citta. Citta heißt nicht das körperliche Herz, sondern so das symbolische Herz wie ich mag dich von Herzen gern, also wie wir das auch benutzen, ne? Als Herz oder tief in deinem Herzen oder schau doch mal in dein Herz und so. Wir haben diese symbolische Bedeutung auch. Und der Buddha hat diese beiden Worte, Manas im Sanskrit, im Pali ist es Mano oder Mana, daher kommt Mensch und auch mental, das ist verwandt, von dem Wort Citta immer sehr genau unterschieden. Und das habe ich mir irgendwie angeeignet, weil ich das sehr hilfreich finde. Und das Herz, die Entdeckung des Herzens geht nur durch einen Samadhi-Zustand, dass man denkt, wer das wirklich tief innerlich erlebt. Und der Geist, mental, folgt dem dann meist. Ja, der ist dann nicht mehr so im Vordergrund. Sehr tief. Okay. Du meditierst jetzt nur in einem Meditationszentrum. Zentrum? Na, eigentlich vermeide ich... Gemeinschaft? Ja, kann man so sagen. Also unsere Gruppe trifft sich in der BGH. Das ist ein Zentrum. Die Buddhistische Gesellschaft Hamburg ist das älteste buddhistische Zentrum hier in Hamburg und gewissermaßen etwas veraltet vom Personal her, aber sehr ehrenwert, weil schon viele sind schon 60 Jahre auf dem Weg mit dem Buddha und so und waren die ersten Pioniere.
aber sind ein bisschen überholt worden von moderneren, neueren Gruppen, besonders tibetischen Gruppen. Unsere Gruppe ist durchschnittlich ein bisschen jünger, ist eine Gruppe innerhalb vieler Gruppen in der BDH. Und ja, ich wollte das fragen, du hast schon mal auch mit anderen Gruppen auch meditiert? Ich kenne viele Gruppen, ja. Ich habe mit Zen-Gruppen meditiert und mit tibetischen Gruppen. Gibt es Unterschiede und warum hast du hier geblieben? Es gibt Unterschiede, aber die Unterschiede... Das heißt Kommunikation oder... Es gibt unterschiedliche Formen von Meditation, unterschiedliche Traditionen. Das als Gemeinschaft so mehr... Genau, da ist der Hauptunterschied, die Menschen sind unterschiedlich. Ja. Und meist lässt man sich da nieder, wo am meisten passt. Und bei mir war das anfangs eher die tibetischen Gruppen, die fand ich viel offener. Was mir dann nur irgendwann nicht mehr reichte, war das Maß an Tiefe, was man da erreicht. Mir war das oft dann zu viel Sozialisation. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Interesse an, man könnte sagen, ernsteren Praktizieren bekommen, aber das wäre eine Wertung, sagen wir mal, zum Beispiel an stiller Meditation, nicht geleiteter Meditation. In den meisten Zentren, in denen ich war, tibetischen, ist es eine Form von Anleitung. Du lernst eine bestimmte Anleitung von Meditation. Aber es gibt dort auch stille Meditation, ganz viel. Es gibt Retreats, die nennen das dann Shinne auf Tibetisch. Das ist das gleiche wie Shamatha. Das ist diese stille Meditation, zu der Anapanasati gehört. Ich würde eher sagen, dass Meditieren in der Gruppe für Anfänger gut ist. Und das habe ich auch so erfahren. Das zusammen in der Gemeinschaft meditieren bringt irgendwie eine gewisse Disziplin und Gemeinschaftsgefühl. Aber im Laufe der Zeit wird es eher nach innen gekehrte Erfahrung. Und dann ist Alleinsein, ganz Alleinsein, sehr wichtig. Und in allen buddhistischen Schulen betont man, dass das sich zurückziehen in ein Retreat, in eine Zurückziehung schon essentiell ist für eine Meditationspraxis. Und das ging bei mir so weit, dass ich eben auch Mönch wurde und mich richtig intensiv zurückgezogen habe. Dann nochmal als Mönch in ein einsames Gebiet, in der burmesischen Grenze in Thailand, komplett für mich alleine war, bis an die Grenze, dass es zu viel Alleinsein war, also richtig allein. Aber das haben alle Traditionen, je nachdem, wie weit man gehen will. Und die westliche Art, sich in Gruppen zu treffen, hat auch viel mit der Suche nach Anschluss zu tun. Also die meisten Meditierenden brauchen erstmal Anschluss, ein bisschen Orientierung, dann ist das Zusammenmeditieren wunderbar. Und wenn sie dann Fortschritte machen, ziehen sich manche eher zurück und praktizieren stärker für sich alleine oder parallel, mal in der Gruppe, mal alleine. Und das Letztere, das machen wir. Wir haben praktisch diesen Buddha-Talk, wo du auch zu Gast warst. Den fangen wir an mit einer geführten Meditation, den enden wir mit einer geführten Meditation. Mhm. Das ist ein Einstieg. Ja. Aber diese letzte geführte Meditation, die ist aus dieser Anapanasati-Praxis, die haben wir nur aufgeschrieben, um Leuten einen Einstieg zu geben. Aber wenn jemand das über längere Zeit hin entwickelt, wird er immer weniger Anleitung brauchen und das auch immer mehr genießen. Okay. Mhm. Hast du weiter Kontakt mit den Menschen, die in diesem Zentrum meditieren regelmäßig? Nicht nur in diesem Zentrum, sondern fast zu allen Zentren, die für Kontakt offen sind. Also wir arbeiten in Hamburg ja als Buddhisten oft zusammen und ich habe sehr gute Freunde und Freundinnen, auch Lehrende in anderen Traditionen, zum Beispiel Zen-Buddhismus. Ja. Ich habe besonders zwei Zen-Lehrerinnen, die ich sehr schätze. Und da ist Austausch und manchmal auch gemeinsame Praxis. Also wir besuchen uns auch manchmal und machen in der Praxis des anderen mit. Und da sind so viele Ähnlichkeiten, dass man kann eigentlich nicht sagen, dass solange es buddhistische Praxis ist, sind das andere Traditionen, aber da sind viele überschneidende Elemente. Besteht dein Freundeskreis meistens von Meditierenden? Ich bin sehr einseitig sozialisiert, ja, das stimmt. Das ergibt sich, wenn man sehr stark einen Weg geht, dann ist man vielleicht trotzdem für alles offen, aber man bleibt immer stärker bei dem, was man gerne betreibt. Ja, genau. Meditierst du auch allein
Ja, das ist das Beste. Ja. Und mit den Gruppen auch? Ja, mit der Gruppe zum Was Zweck ist der. Ja. In der Gruppe meditieren wir einmal, damit der Abend gelingt. Meine Frage ist. Persönlich? Persönlich. Was wird passieren mit der Konzentration? Verstehe. Ja. Wenn ich in der Gruppe meditiere, nutze ich das meistens, um innerlich anzukommen. Und falls ich den Talk geben muss, um mich auch auf die Situation einzustellen. Das hat also eher eine funktionelle Bedeutung. Aber ich empfinde eine sehr starke Ruhe und Gemeinschaft mit den anderen, Verbindung. Wenn ich alleine meditiere, dann tue ich das, um noch stärker retroperspektiv oder nach innen zu schauen. Und an den Dingen weiterzuarbeiten, die ganz tief innerlich sozusagen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, wenn man so will. Darf ich dir eine Zwischenbemerkung machen? Ja. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich noch nie über Gefühle gesprochen habe. Ja, das ist eigentlich ein Schwerpunkt. Meine Fragen sind alles. Genau, was, das ist in sich schon eine Aussage, weil. Am Anfang sucht man danach, wie man sich darin fühlt. Aber letztendlich sind diese Gefühle sehr tricky, weil Gefühle sind kommen und gehen. Und eigentlich vermeide ich, auf Gefühle zu achten oder Gefühle sozusagen zu erleben. Also wenn jemand sagt, oh, da hatte ich ein so schönes Gefühl, ich habe mich so wohl gefühlt, mit allen so verbunden, dann weiß ich einfach, der hatte eine menschliche Erfahrung. Aber wenn man richtig tief einsteigt, dann sind Gefühle eher hinderlich, weil Gefühle sind von Eindrücken abhängig. Und Meditation hat letztendlich das Ziel, du wirst überrascht sein, aber Wahrnehmung aufzulösen, nicht zu verstärken. Also das höchste Ziel ist die Auflösung von Gefühl und Wahrnehmung. Und das ist aber nicht unbedingt die Ebene, auf der Wohlfühl-Meditation stattfindet, sondern es ist eine sehr hohe Ebene, die auch die meisten Buddhisten nicht erreichen, der Buddha aber verwirklicht hat und viele seiner Schüler. Deswegen, Gefühle sind eigentlich nicht so interessant. Okay. Ja, das war neu für mich. Erkenntnisse aber schon. Ja. Dann, was kommt die Frage? Mhm. Du meditierst still, aber du hast auch geführte Meditation. Probiert oder machst du gerade? Meditierst du auch? Beides. Also beides. Du kannst dich auch still führen, selber und führen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Beispielsweise als Mönch. Gefühls, Gedanken nehmen. Als ich lernen musste, länger zu sitzen und mehr daraus zu machen, habe ich mit einer Meditation innerlich angefangen, die ich auswendig kann. Ich kann dir das einfach vormachen. Nachdem ich mich zu einem stillen Ort zurückgezogen habe, die Beine übereinander geschlagen, Oberkörper aufgerichtet, verankere ich Achtsamkeit vor mir. Stets achtsam atme ich ein, achtsam atme ich aus. Ja, das ist zum Beispiel sowas, wo man innerlich spricht. Das machen wir. Innerlich sprechen, das ist... Genau, damit ich mich darauf einstelle. Und das okay, braucht, das ist wie Autosuggestion. Nein, nicht Autosuggestion, sondern wenn du sagst, okay, dann wollen wir jetzt mal den Spül machen. Ah, das ist Imperativ. Auch nicht imperativ. Du machst dir nur bewusst, was du eigentlich tun willst. Und damit ist nochmal ein bisschen mehr Fokus darauf gerichtet, ja? Damit die Gedanken nicht hin und her gehen. Aber wenn man öfter meditiert, macht man das nicht ständig, sondern das ergibt sich schon. Man weiß schon, dass man sich dafür hingesetzt hat. Ja? Okay. Okay, das ist und dann in der gleiche Effekt oder gleiche Werkzeug wie Mantras oder irgendeine Buddha-Visualisierung zu konzentrieren. Deine Frage ist ja auch, was Sprache in der Meditation ist. Ne? Deswegen, ja. Das wäre ein Punkt, wo man ansetzen kann. Denken ist definitiv Sprache. Ja. Und wir begründen unsere Existenz offensichtlich durch Reden. Und wir motivieren uns und orientieren uns auch durch das Aussprechen von Dingen. Also es ist eine bestimmte Kraft, Dinge zu sagen. Muss man nicht unbedingt mit dem Mund sagen, aber zum Beispiel, wenn Buddhisten Zuflucht nehmen, dann sagen sie dreimal, ich nehme meine Zuflucht beim Buddha, ich nehme meine Zuflucht beim Buddha. Diese Aussprache ist praktisch eine Affirmation eines Willens. Und wenn du dich hinsetzt und sagst, ich will jetzt meditieren oder auch noch wie, ja, dann merkst du, dass dein Körper und alles gleich dieser Einstellung folgt. Ja?
Und genauso bei den Schritten, die man da macht. Der Buddha hat eigentlich Aussprüche als Anleitung gegeben. Zum Beispiel Anapanasati-Meditation fängt so an, wie alle buddhistischen, alten buddhistischen Meditationen. Und dann bei der Anapanasati-Meditation heißt es dann, einatmend will ich meinen Körper erleben. Erstmal heißt es eigentlich nur, ich atme ein und ich weiß, dass ich einatme. Dann ich atme kurz ein und weiß, dass ich kurz einatme. Ich atme lang ein, ich weiß, dass ich lang einatme. Und das dann auch mit dem Ausatmen. Und der nächste Schritt ist dann, ich atme ein und erlebe meinen ganzen Körper. Das braucht man ja nicht sagen, es ist ja so simpel zu verstehen. Einmal gehört, kann man das immer erinnern. Aber indem man das ausspricht... Aber innerlich wiederholt das? Genau, indem man das ausspricht, macht man sozusagen diesen Übungsschritt innerlich. Ja? Und wenn man dann sagt, jetzt will ich mal das, was du vielleicht als Bodyscan kennst, aber jetzt will ich mich auf meinen Körper konzentrieren, den wahrzunehmen, dann ist es tatsächlich so, dass die Gedanken und alles sich darauf hinrichten. Das braucht man aber nur, solange noch keine Stille im Herzen ist. Wenn im Herzen Samadhi entstanden ist, ist keine Anleitung notwendig. Dann führt der Geist dich selbst, ich meine das Herz, dich selber dahin, wo es richtig ist. Dann bist du irgendwie nicht mehr abgelenkt. Aber solange da noch Ablenkung da ist und Tagesbewusstsein... Was bedeutet Ablenkung? Gedanklich. Also du gehst auf die Toilette und denkst, ich muss anrufen. Du setzt dich hin zu meditieren und sagst, ich muss noch einen Einkauf machen. Irgendwelche Ablenkung. Ne? Und egal, ob ein hoher Meditierender oder ein Anfänger, man kann nicht einfach den Fernseher ausmachen und meditieren. Das kann niemand, weil wir diese Sinneseindrücke erstmal irgendwo platzieren müssen. Und das passiert am besten, indem man so Schritte durchgeht. Ne? Und da würde ich sagen, sind eigentlich alle Gruppen gleich, nur dass die andere Schwerpunkte setzen. Zum Beispiel ein Zen-Praktizierender benutzt ein Koan, also ein Rätsel. Zum Beispiel typisches Rätsel im Koan, typisches Koan ist, wenn zwei Hände zusammenschlagen, ne, welche Hand macht den Klang oder so. Irgendwas, was man nicht auflösen kann. Ja? Bei der Meditation. Ja, und darüber denken die nach, um von den anderen Ablenkungen wegzukommen und dann später, um in dieser Frage den Dharma zu erkennen, also die über diese wörtliche Bedeutung hinauszugehen. Das heißt, sie arbeiten immer mit Sprache, Zen-Praktizierende. Ne? Mhm. Aber auch Zen-Praktizierende kennen, dass es einfach nur still wird. Ja? Und in der Meditation des alten Buddhismus ist das genauso. Der Buddha hat bestimmte Aussprüche, die man sich sagt, ja, als Einstieg gegeben. Aber wenn man an einem bestimmten Punkt angekommen ist, geht es nur noch darum, dann beschreibt der Buddha nur noch die Faktoren, die einen erkennen lassen, was gerade passiert. Ja? Und es geht vielmehr darum, zum Beispiel bestimmte Hemmnisse, nennen wir die, zu überwinden, nämlich zum Beispiel ständiger Zweifel, Selbstzweifel oder Zweifel an der Praxis oder an dem Weg. Ist ein Punkt. Ein anderer ist sinnliche Begierde. Also wenn man zum Beispiel irgendwas wünscht, ob das eine Schokolade ist oder eine körperliche Vereinigung, kann man nicht meditieren, weil man beschäftigt ist. Ja? Weil man mental beschäftigt ist. Man kommt nicht, der Geist geht praktisch woanders hin. Oder ein anderer wird genannt, Aufgeregtheit. Also man ist excited sozusagen, das ist nicht hilfreich. Oder man ist träge, ja? Das ist auch nicht hilfreich. Das sind so Hemmungen, die man am besten überwinden kann, wenn man ein paar Schritte kennt. Und die werden immer subtiler, die Hemmnisse. Deswegen ganz tief innerlich werden die erst erledigt, wenn man diese Stufen von Samadhi und Jhana erreicht hat. Und wenn man da ist, ist es eigentlich wie ein Autopilot. Also wer eine bestimmte Stufe von Herzenseinigung erreicht hat, und ich würde sagen, in jeder Tradition kann man sagen, der weiß den Weg, wenn er auf Befreiung hin meditiert, erkennt er, wie er dahin kommt. Punkt. Nächste Frage. erinnerst du dich, was du bei deiner ersten Meditationssitzung erlebt hast? Jetzt gehe ich mal zurück zu einer Zeit,
wo ich einen Lehrer gefunden habe, dessen Meditation was bei mir bewirkt hat, weil ich habe vorher schon sehr viel alleine meditiert. Und ich gehe mal nur zu dem zu einem markanten Erlebnis. Ja, das war sehr emotional. Ja, das war sowas wie Verbindung, wie so ein Schauer von Glücklichsein und so weiter. Das war sehr emotional. Das war die Einstiegserfahrung. Hier bin ich richtig. Aber Samadhi-Erfahrung später, das war eine andere Qualität. Ja, wenn ich die erste Erfahrung dieser Art beschreibe, würde ich sagen, no words. No words. Das ist der Unterschied. Wenn du angekommen bist, dann ist keine Sprache da. Da ist nur Wissen da. Ja? Sprache und Wissen sind ein Unterschied. Du weißt auch ohne Worte. Ein Baby weiß, ohne dass es weiß, dass es weiß. Sozusagen. Das Angekommensein. Kannst du bei der Meditation deine Gedanken und Gefühle beobachten? Kannst du das ja beschreiben? Ja, das ist genau das ist wichtig, das zu lernen. Also wenn ich ist das wichtig? Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Damit fängt altbuddhistische Meditation an. Also ich weiß, dass ich atme. Du atmest die ganze Zeit, ja. Und du atmest mal kurz und mal lang und das weiß man auch. Man kriegt es mit, aber das bewusst zu beobachten in seinen Nuancen, das ist schon Beruhigung. Das bringt schon ganz viel, was man im Englischen Awareness, im Deutschen Gewahrsein, Herzenseinigung mit sich dann letztlich. Und was man denkt zu beobachten, ist sehr gut. Aber man lernt wahrscheinlich in allen Traditionen, wo meditiert wird. Kannst du das subjektiv? Ja? Ja. Subjektiv. Also, ich wollte noch einkaufen gehen. Schau mal einer an, wie ich daran denke. Ja, ich denke das, ich denke. Ja. Mhm. Und indem ich das beobachte, habe ich so eine Metaebene darüber, als wenn ich mich beobachte. Ne? Und dann verliert das ein bisschen an Energie, weil ich da nicht identifiziert bin. Und dann beobachte ich das Beobachten sogar. Ja, und irgendwann beobachte ich den Beobachter. Das ist, diese Beobachtung ist natürlich so in der inneren Visualisierung. Beobachtest du die Bilder oder die Wörter? Ich werde mal ein bisschen praktischer, ja? Ja. Also erst denke ich an eine Schraube, die ich verloren habe und sehe die Schraube, ja? Mit ihren Windungen und so. Und dann denke ich, dass ich die bei Max Bar kaufen könnte, ja? Das ist schon eine andere Ebene, über die Schraube gedacht. Dann entdecke ich, dass ich über diese Schraube nachdenke. Das ist den Gedanken beobachten. Und irgendwann sieht man, wie lustig das ist und beobachtet das Denken. Ja? Verstehst du? Und so wird es praktisch, verliert es langsam seine Kraft. Ja? Was anderes wäre, wenn ich mir einen Zettel nehme und die Schraube nochmal genau beschreibe, das war eine Kreuzschnittschraube, 40 mm lang und so weiter, dann verstärke ich den Gedanken und bin in dem Gedanken drin. Ne? Dann sehe ich Schraube, Schraube. Oder ein anderes Beispiel. Du gehst an einem Eisladen vorbei und heute hattest du kein Eis und jeder schlägt gerade Eis und du willst meditieren. Ich atme ein, ich atme aus. Einatmung, Ausatmung, Eiscreme. Ups! Ja, und plötzlich, da ist ja noch was sozusagen. Eiscreme. Und wenn du, dann bemerkst du, dass du dieses Bedürfnis hattest, ja, und noch hast und dann wird es so lustig und weil du das dann sozusagen als Beobachter verfolgst, wird das nur der Wunsch nach Eiscreme, aber nicht mehr der Wunsch selber, sondern du schaust den Wunsch als Wunsch an. Okay. Ja? Mhm. Verstanden. Ja, und das kann sehr subtil gehen. Das kann so weit gehen, dass du dich auf deinem Kissen sitzen siehst, irgendwie, als seist du außerhalb von dir selbst. Und da sitzt nichts mehr. Das kann ich dir nicht gut erklären, das ist irgendwie zu diffizil schon. Aber irgendwann siehst du etwas, das da ist und du bist gar nicht mehr damit identifiziert. Lass mich das mal so beschreiben, so wie ich Achtsamkeit erkläre. Die erste Meditation und Achtsamkeit ist die, könnte man so beschreiben, ich lerne, dass wenn ich esse, dass ich weiß, dass ich esse, sozusagen, dass ich beim Essen bin. Ja? Aber die zweite Stufe
das ist nur ein Vergleich, ne, ist, dass ich beim Essen wirklich esse. Ja? Das wäre die zweite Stufe in Meditation. Und die dritte, die sehr hoch ist, die eigentlich schon der Verwirklichung ist, ist, wenn du isst, ist es nur Essen. Ja? Da passiert nichts weiter, ist kein Vorgang. So, wenn du meditierst, ist irgendwann nur noch meditieren. Da passiert eigentlich gar nichts. Das, in Wirklichkeit passiert da viel, aber das kann man nicht mehr benennen. Das ist nicht mehr kognitiv fassbar, sozusagen. Das ist ohne damit identifiziert zu sein. Aber das ist ein sehr hohes Ziel. Das ist eigentlich sozusagen das Endziel der Meditation ist im Buddhismus. Ja, das Nicht-Ich zu entdecken, nicht zu verwirklichen. Es gab noch nie ein Ich, das Bleibendes. Aber irgendwann gibt es dann niemanden mehr, der meditiert. Dann ist man dabei. Dann meditiert man. Okay. Singt ihr auch Mantras? Ja, und? Mantras nicht, aber Rezitation. Was ist Unterschied? Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Das ist auch Pali? Pali und heißt einfach Ehre sei dem Erhabenen, dem vollkommen erwachten Arahant und so weiter. Das sind Dinge, die wir im Kopf auch mitdenken. Und das ist eine Verehrung des Buddhas, des damals. Alle Meditierende wissen, was bedeutet diese Rezitation? In jeder Tradition gibt es andere Überlieferungen. Bei uns, wir haben die Ältesten, die Pali-Überlieferung, danach kamen die Sanskrit-Überlieferungen, dann kamen die Schulen, die zum Beispiel, also Tibeter sind sehr spät erst zum Buddhismus gekommen. Ich meine. Und die sagen natürlich sowas wie Om Mani Padme Hum oder so, ne? Ja, du weißt fast, vielleicht eine Rezitation, was bedeutet das? Und nein, nicht immer. Ich muss neue auch lernen, richtig? Okay, aber alle anderen Meditierenden, Beispiel an Anfänger. Nein, am Anfang wissen die gar nicht, was die da für ein Latein mitsprechen und sind auch gar nicht so begeistert davon. Aus? Es kommt darauf an, wenn du von Mantras sprichst, das ist relativ schnell zu übernehmen. Also Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Das machen manche Leute mit, einfach weil sie denken, da ist was, das ist wertvoll. Die legen praktisch eine Erwartung da rein oder das Gefühl oder es transzendiert ihr Reden. Hast du probiert? Oder aber wenn du genau untersuchst, ja, natürlich, tausende Male habe ich das gemacht, Mantras. Und wenn du dann untersuchst, was heißt Om Mani Padme Hum ursprünglich, dann ist die Bedeutung eigentlich gar nicht besonders. Ja? Also Lotus und so, was soll das? Ne? Aber, und Om heißt eigentlich nur sowas wie den Hörer vom Telefon aufnehmen. Hallo, ist da jemand? Also sozusagen sich für das All zu öffnen. Aber das ist gar nicht entscheidend. Die Mantras machen, machen das, um ihr Denken zu transzendieren. Super, genau. Also um von diesem Geplapper da wegzukommen, sind Mantras toll. Aber der Buddha selber hat das Mantra-Babbler genannt, weil das gab es in seiner Zeit viel. Es gab hinduistische Mantras als Spell, also als Zauber auch, dass jemand irgendwie gelernt hat, so Mantras zu sprechen, dass jemand irgendwas Bestimmtes für ihn tut. Es gab Mantras zur Befriedung, Mantras für irgendwelchen Erfolg. Und das gibt es in manchen Schulen des Buddhismus heute wieder. Ja, definitiv ist viel Aberglaube dabei. Und auch die Vorstellung, wenn man sagt, Hokus Pokus Fidibus. Aber das funktioniert? Ja, und zwar deshalb, weil dein Geist alles kann. Ja, wenn du denkst, ich werde liebevoll, wenn ich Om Mani Padme Hum singe, wie Millionen Tibeter schon Jahrhunderte lang, kann man sagen, ja mindestens Hunderte von Jahren lang, dann kultiviert das den Gedanken an Liebe und das hat schon eine gewisse Wirkung. Aber aus des Buddhas Sicht, des altbuddhistischen Sicht, ist das sozusagen Religion, Religiosität. Und der Buddha war gar nicht so religiös, wie die Leute denken. Er war eigentlich überhaupt nicht religiös. Er hat gesagt, die wissen gar nicht, was sie babbeln und die sagen, du hast jetzt irgendwie du hast jetzt ein Mantra, hat sich dadurch was geändert? Nö, ne? Ja, der Buddha hat daraus sogar, er hat das ein bisschen Spaß daraus gemacht. Aber wenn jemand in ein Zentrum kommt, wo Mantras gesprochen werden und viele Leute steigen gerne darauf ein, ne?
Und wir haben in unserer Gruppe jemanden, der singt Mantras so schön auf der Gitarre, ja? Von anderen Traditionen auch. Om Tare Tu Tare Tu Re Soa oder irgend sowas. Und das klingt so schön, dass wir alle dahin schmelzen. Ja? Das ist aber nicht anders als ein schönes Lied, was weiß ich, von einem Minnesänger das oder so. Du empfindest so. Hm? Du empfindest so, oder? Du kannst da viel raus machen, aber das kann man auch mit anderen Formen von Melodie. Also angenommen, du gehst durch deine Wohnung und sagst, heute ist ein schöner Tag. Also als Kind habe ich zum Beispiel sowas, froh zu sein bedarf es wenig. Kennst du das? Und wer froh ist, ist dein König. Das hat mich froh gemacht. Ja? Und das ist auch ein Mantra im Grunde genommen, weil man nämlich eigentlich eine Einstellung kultiviert. Ne? Hast du gesungen oder singst du noch, wenn du allein meditierst, auch so Mantras oder Rezitationen? Wie gesagt, Rezitation eher. Und der Buddha hat empfohlen, okay, dass man das nicht zu melodisch macht, also was ich dir eben vorgeführt habe. Oder Allein meditierst auch mal? Oh ja, jeden Abend. Und was ist der Unterschied? Wenn es zu viel Melodie wird, dann wird das Musik. Dann ist die Melodie, diese Erfahrung, das Gefühl im Vordergrund. Aber wenn es weniger Melodie ist, dann ist es mehr der Inhalt. Bei mir ist es definitiv, dass ich eine Dankbarkeit dem Buddha, seiner Lehre und der Gemeinschaft der Praktizierenden gegenüber empfinde und eine Zuwendung, und die kultiviere ich. Ich kultiviere jeden Tag eine Verehrung des Buddhas. Das ist ein Teil meiner Praxis. Ja, obwohl du sagen könntest, der Buddha ist nicht mehr da, aber er ist eben doch da. Nee, ich interessiere mich eigentlich für mehr deine innerliche Funktionen, Veränderungen und so weiter. Deswegen mehr subjektiv. So. Die Veränderungen kommen aber eher durch, du wirst überrascht sein, nicht durch Meditation. Das ist der große Fehler in unserer heutigen, im Interesse an Meditation. Meditation ist maximal der zweite Schritt eigentlich. Der erste Schritt ist, dass du dein Leben irgendwie in Ordnung bringst, und deine Ethik, die hat eine direktere Auswirkung. Ja? Das unterschätzen viele, aber es ist nicht die Meditation, sondern was du zur Meditation mitbringst. Das macht das Meditieren erfolgreich. Ja, aber deine Kommunikationsart mit sich selbst oder mit anderen Menschen, Das ist Ethik eher. Ganz wichtig. Nachdem du Meditation angefangen hast. Ich würde eher sagen, beide Richtungen. Schau mal, wenn du mit jemandem gestritten hast, egal welche Form von innerer Spiritualität, wie soll man das etablieren? Da ist was nicht, verstehst du? Erfahrung. Das ist eine eigene Erfahrung. Ja, eigene Erfahrung. Wenn du mit jemandem gestritten hast, kannst du nicht nach innen gut nach innen schauen. Du magst das Innere gar nicht. Aber wenn du gute Beziehungen hast und in einem guten Verhältnis mit deiner Umwelt lebst, wenn du zum Beispiel vermeidest, Dinge zu nehmen, die dir nicht gehören, oder vorsichtig bist mit dir und mit anderen, das ist eine wahnsinnig gute Meditationserfahrung, weil dein Geist, dein Herz viel stiller ist. Und umgekehrt auch, wenn du sitzt und irgendwas auch immer vorgefallen ist, du schöpfst eine ganze Menge Orientierung und Orientierung ist ein gutes Wort für deine Umwelt daraus. Aber meinst du, Meditation, aber nicht allein Meditation? Daneben, man muss... Nee, ich meine schon Meditation, aber Meditation ist ein ganz starkes Mittel. Aber die Meditation hat viele Voraussetzungen, die heute nicht so gerne betont werden. Nicht jeder kann meditieren. Also du kannst zum Beispiel nicht bei Karstadt, gerade eine teure Rolex geklaut haben und dann meditieren. Das ist nicht meditieren, das ist Augen zumachen und an was anderes denken. Aber in Wirklichkeit beschäftigt dich diese Uhr, weil du weißt, dass du die geklaut hast, nicht jemand anders. Also Ethik ist extrem wichtig in der buddhistischen Überlieferung als Voraussetzung für Meditation. Zum Beispiel die Mönche haben nicht eine einzige Regel, wie man oder dass sie meditieren sollen, aber sie haben hunderte von Regeln, 227,
Du meinst, mit der Meditation muss man eigentlich die Kultur auch lernen? Nein, ich meine einfach, dass wenn du in so etwas wie eine transformierende Erfahrung in der Meditation reingeraten möchtest, musst du dein ganzes Leben damit darauf ausrichten. Und dann spielt Ethik und alles eine Rolle. Gab es bei dir irgendwie einen so Zeitpunkt, wow, bei so große, ich war vorher nicht so, ich reagiere nicht eigentlich so, aber jetzt bin ich so. Gab es so einen Zeitpunkt, dass du so stark gemerkt hast, deine Veränderung? Ja und nein. Es gibt solche Momente, aber stärker habe ich so schrittweise Veränderungen gemerkt, wo ich gemerkt habe, da ist eine Progression. Ja. Ich bin definitiv nicht mehr der gleiche wie vorher. Aber oft habe ich die kleinen Veränderungen nicht festgestellt. Fast so, als wenn du einen Holzgriff benutzt, zum Beispiel einen Holzfäller. Irgendwann ist ein Händeabdruck in dem Holz drin, aber kann nicht sagen, wann das passiert ist. Irgendwie auf dem Weg passiert. Aber als er die Axt erstmal in die Hand genommen hat, das kann er erinnern. Ja? Du willst wissen, wie die aussah. Ja. Oh, das ist natürlich sehr intim, aber zum Beispiel Versöhnung. Ja. Ein Beispiel gebe ich dir. Als ich schon, jetzt rede ich aber nicht vom Anfang, sondern von der Mitte der Meditationszeit, sozusagen, der Mitte der Phase. Als ich Mönch war, habe ich sehr intensiv meditiert und auch größte Erfolge gehabt in der Meditation. Und plötzlich habe ich Dinge gesehen aus meiner Vergangenheit, die schrecklich waren. So Dinge, die mit meinen Eltern zu tun hatten. Und das hat mich richtig runtergezogen. Und dann ist das Bedürfnis entstanden, das irgendwie in Ordnung zu bringen, das irgendwie wieder zu heilen. Und das ist mir irgendwie gelungen. Ich habe irgendwie geschafft, mit meinen Eltern ein Gespräch zu haben und in Sekunden hat sich da was verwandelt, was ich vorher nie geschafft habe. Irgendwie. Und ich glaube, das hatte mit der Meditation zu tun. Also Versöhnung, kannst du auch sagen, Heilung ist was glaube ich, jeder Meditierende erlebt. Aber das muss nicht emotional sein. Es ist aber von immenser Auswirkung sehr weitreichend. Ja. Verändert sich erstmal Gedanken oder Gefühle? Ich würde sagen, Gefühle gehen mit jeder Veränderung einher. Aber es sind nicht die Gefühle, die die Veränderung sind, sondern die sind ein Spiegel davon. Also wenn etwas, als mein Vater zum Beispiel am Telefon geweint hat das erste Mal und sich das erste Mal in seinem Leben für was entschuldigt hat, was ich nie gedacht hätte, ich konnte irgendwie die Tür öffnen, da habe ich mich so glücklich gefühlt. Ja? Aber ich habe mich mehr über die Tatsache gefreut, dass es so ist, nicht über das Gefühl. Das Gefühl geht da einher. Und dann, das Gefühl kann vergehen, aber dieser Schatz bleibt da. Und das ist nicht unbedingt ein Gefühl, das ist eigentlich mehr ein Wissen. Ein Wissen, dass eine Sache in Ordnung ist. Ja? Also zum Beispiel, die Tür war kaputt, jetzt ist sie ganz. Ja? Am Anfang freut man sich riesig, nachher freut man sich auch, aber erst wenn man hinschaut, ah ja, ist ja wieder ganz, verstehst du? Gefühle sind was dazukommt, aber die Gefühle sind nicht die Veränderung, sondern die Heilheit, das Heilsame daran. Ja? Wir heilen sich selbst. Durch den Meditation. Das ist wieder ein anderer Gedanke, ob sie sich selbst heilen. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, alles ist miteinander bedingt. Ja? Heilung ist genau das gleiche wie Reparatur. Ja, aber wenn es um irgendwie eine so abstrakte wie psychische Heilung oder so. Das ist ein neues Thema, weil psychische Heilung muss man mit Einschränkungen betrachten. Was ist eigentlich die Uhr? Wir müssen aufpassen. Psychische Heilung ist nur bedingt möglich. Oh ja. Psychische Heilung ist nur bedingt möglich, weil um Meditation nutzen zu können für Heilung, für Heilungsprozesse, für Ganzwerdung, muss ein Fundament an Gesundheit da sein. Ja. Es ist kein Heilmittel, sondern es ist ein Mittel der Entwicklung. Und Entwicklung geschieht nur da, wo man souverän mit dem Willen umgehen kann. Und jemand, der zum Beispiel in Depressionen festhängt, der kann sich, der braucht eine andere Hilfe erstmal. Mhm. Letzte Frage. Gerne.
Wie kannst du Meditation definieren? Was bedeutet Meditation für dich? Ja, was bedeutet Meditation für mich? Definieren. Ich kenne eine Menge Definitionen, die will ich dir aber jetzt nicht geben. Genau. Ja, das gibt mir einen Moment Zeit. Ich will irgendwas sagen, was wirklich persönlich ist. Meditation für mich ist zu Hause sein am tiefsten Inneren, im tiefsten Inneren sozusagen. Zu ankommen, zu Hause ankommen, zu Hause sein, genau. Was auch immer das ist, das Zuhause. Ja. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. You're welcome.